In diesem Video geht es um Mord. Wenn euch das zu nahe geht, dann schaut dieses Video nicht oder nicht alleine an. Du selber hast einen Menschen umgebracht? Ich habe jemanden getötet. Vor einem Jahr und einem Monat wurde meine kleine Schwester ermordet. Im Nachhinein habe ich dann erfahren, also ein paar Minuten später, es hier um die Ehre geht. Wer hat dir das gesagt? Er selber, er war bei Facebook Live. Man muss ja erstmal auch damit leben, ein Menschenleben auf dem Gewissen zu haben. 22 Jahre lang, wie in deinem Fall, hinter Gittern zu sein und eigentlich fast das ganze Leben zu verpassen. Wie soll ich einem Mörder vertrauen? Wie soll ich ihm glauben, dass er als guter Mensch wieder rauskommt? Ist die Waffe zu ziehen und das Abdrücken, ist das nicht eine riesige Überwindung? Nein, die Entscheidung habe ich ja schon davor getroffen, ihn zu töten. Hey Freunde und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Das Treffen. Mein Name ist Leroy und inzwischen waren schon viele verschiedene Menschen bereit dazu, sich in diesem Format zusammenzusetzen, auch wenn sie im echten Leben vielleicht nie miteinander gesprochen hätten. Ziel des Ganzen war und ist es, einander wahrzunehmen, sich Gehör zu verschaffen und vielleicht mit Vorurteilen zu brechen. Das finale Urteil bleibt aber jeder Person selber überlassen. Meinen heutigen Gästen verlangt genau dieser Schritt sicher einiges ab. Umso dankbarer bin ich, dass wir auf diesem Kanal hier genau solche Themen behandeln können. Ich treffe heute zum einen auf Thorsten. Thorsten ist verurteilter Mörder. Seine Kindheit war geprägt von Gewalt und schon als junger Mensch landete er regelmäßig hinter Gittern. Seinen kriminellen Höhepunkt erreichte er, als er einen Menschen kaltblütig ermordete. Was genau so ein Mord für die Hinterbliebenen bedeuten kann, weiß Said. Am 3. Oktober 2021 wurde seine Schwester mit einem Messer attackiert und starb kurze Zeit später im Krankenhaus an ihren Verletzungen. Said setzt sich seitdem nicht nur für die hinterbliebenen Kinder ein, sondern auch dafür, dass Menschen mit ähnlichen Schicksalen gehört werden. Vielen, vielen Dank an alle, die diesen Kanal und dieses Projekt unterstützen. Hier ist nochmal die Statistik eingeblendet, wie viele von euch diese Videos schauen, aber den Kanal noch nicht aktiviert haben. Holt das gerne nach und ich würde sagen, wir legen los. Hallöchen. Hi. Ihr beiden, grüßt euch. Schön, dass ihr da seid. Alles gut? Alles gut. Sehr schön. Bei dir auch? Bei mir ist alles gut, danke schön. Okay. Vielen Dank. Ja, magst du dich einmal kurz vorstellen für die Zuschauer? Ja, ich bin Said Ibrahim, bin 30 Jahre alt und bin heute hier, um mit euch über das Thema Mord zu sprechen. Okay. Schön, dass du da bist. Mein Name ist Thorsten, ich bin 61 und bin hier, um über das Thema Mord zu sprechen. Okay, da haben wir was vor uns. Mit welchem Gefühl seid ihr heute hergekommen? Mit einem guten Gefühl. Ich bin gespannt, wie es wird. Ich bin gespannt, was heute hier erzählt wird, auch aus anderen Sichten, und freue mich auf das Gespräch. Okay. Das ist bei mir ähnlich, diese andere Perspektive auch nochmal emotional nachleben zu dürfen. Ja, ich werde euch heute sicher ein paar Fragen stellen. Ihr werdet einander Fragen stellen. Heute muss keiner von euch irgendetwas sagen. Wir freuen uns natürlich, wenn ein Gespräch entsteht, aber hier ist keiner gezwungen, und wenn es irgendwie too much ist, dann sag das bitte. Ne? Dann finden wir schon eine Lösung. Das heißt, vielleicht erklärst du uns als erstes mal, welchen Bezug hast du selber zu Mord? Vor einem Jahr und einem Monat wurde meine kleine Schwester ermordet. Und habe über den Fall halt aufmerksam gemacht. Und seitdem bin ich sehr in dieser Materie drin, was Mord betrifft, Ehrenmord speziell. Und auch Gewalt an Frauen. Du sprichst von Ehrenmord. Genau. Was ist das? Wenn es um eine gekränkte Ehre des Mannes geht, wenn er sich in seiner Ehre gekränkt fühlt, wenn er denkt, dass die Ehre von ihm verletzt ist, dass er dann halt sich dazu entscheidet, ein Menschenleben zu nehmen, um seine Ehre wiederherzustellen. In unserem Jahrhundert, also... In unserem Jahrhundert, ja. Ja, finde ich, weiß ich nicht, Ehrenmord klingt nach irgendwas... Ja, es hört sich an, als wäre es etwas Gutes. Mhm. Na, aber das ist das falsche Wort. Also einen Menschen umzubringen, um sein Gewissen zu beruhigen, nur weil man an sich selbst denkt, das ist absolut falsch. Ich werde dir gleich noch mehr Fragen dazu stellen. Erstmal kurz die Frage an dich. Hast du schon mal was von Ehrenmord gehört? Und was, ja, klar. Was macht das mit dir? Ich sehe gerade eine Parallele. Also ich habe mich in meiner Position in Frage gestellt gefühlt, also es ist schon ähnlich halt, dass ich dann die Person getötet habe, um einfach wieder Respekt und Achtung herzustellen, eigentlich um Angst zu verbreiten halt. Ne? Du selber hast einen Menschen umgebracht? Ich habe jemanden getötet. Warum?
Und ich habe eine kriminelle Organisation gegründet. Wir haben international Autos verschoben. Wir waren 54 Leute. Und da gab es eine Person, der hat mir, also hat mich hintergangen, hat Papiere geklaut, wollte auf seine eigenen Art und Weise Autos verkaufen. Und meine russischen Geschäftsleute haben mich gefragt, ob ich meine Organisation nicht im Griff habe. Und um die Organisation, kriminelle Organisation, wird nicht durch Freundschaft gehalten, sondern durch Angst. Und um die Angst wiederherzustellen, habe ich ihn erschossen. Aber war dir nicht bewusst, wenn du diesen Menschen umbringst, dass du dann ins Gefängnis kommst und deine Organisation dir auch nichts bringt? In dem Moment wollte ich die Situation klären. Ich habe überhaupt nicht darüber nachgedacht, dass unsere Organisation mal auffliegt oder so. Sondern ich habe einfach in den Tag reingelebt und letztendlich habe ich auch so gelebt, als wenn es mir egal ist. Das war mein ganzes Lebensmotto, es ist mir egal. War irgendeiner von der Organisation für dich da danach? Naja, das ist ja, oder waren alle dann auf einmal weg? Nein, nein, die sind dann wieder in der Linie gelaufen, halt, sie hatten ja Angst. Halt, ne? Weil die konnten, ja, ich meine, aber wo du im Gefängnis warst. Da bleibt nichts übrig. Da bleibt gar nichts übrig. Die, ja, Macht lässt du draußen, dein Geld ist draußen, die Tür ist zu halt. Ne? Bei mir, also ich habe festgestellt, dass diese Verhaltensformen eigentlich aus einem Minderwertigkeitskomplex kommen, aus einem irritiertes Selbstwertgefühl halt. Ne? Man versucht dadurch seinen Selbstwert aufzubauen halt. Ne? Das ist eigentlich was außen. Mhm. Aber man hat innen drin nicht diese Wertigkeit sich selbst gegenüber, sonst würde man sowas nicht tun. Ich muss sagen, ich finde das unfassbar spannend, euch hier bei folgen zu können, weil du, nur ich merke, dass da brodelt es auf jeden Fall in dir und diese Fragen liegen dir auf dem Herzen. Das heißt, mich würde natürlich interessieren, was genau ist vor einem Jahr passiert? Es war ein stinknormaler Tag. Es war alles okay. Die Welt war perfekt. Meine Schwester war noch da. Und von jetzt auf gleich kriege ich einen Anruf, dass meine Schwester mit dem Messer angegriffen wurde. Mir war zu diesem Zeitpunkt nicht bewusst, was für ein Ausmaß das hat. Ich wusste nicht, ob es eine Stichverletzung ist, ein Kratzer ist, was ganz Großes ist. Ich wusste es nicht. Ich bin da direkt hingefahren und überall Blaulicht, überall Krankenwagen, überall Polizei. Hier wurde was abgesperrt. Und dann habe ich erfahren, dass ihr Mann sie mit dem Messer angegriffen hat. Ich wusste nicht, ob sie noch lebt, ob sie schon tot ist. Ich wusste gar nichts. Und im Nachhinein habe ich dann erfahren, also ein paar Minuten später, es hier um die Ehre geht. Wer hat dir das gesagt? Er selber, er war bei Facebook Live. Ja, kurz nach der Tat. Und dann habe ich mir das angehört. Mir war von vornherein klar, dass das nicht sein kann und dass das nicht stimmt. Nicht, weil es jetzt meine Schwester ist, weil ich kenne meine Schwester, ich weiß, dass sie sowas nicht tun würde. Auch wenn sie es getan hätte, rechtfertigt es nicht, diese Tat, das will ich auch noch dazu sagen. Aber ich wusste halt, dass es nicht stimmt, dass es bestimmt auf Gerüchten basiert oder sowas. Vor Gericht kam dann auch raus, dass es nie ein Verhältnis zwischen ihr und einem anderen Mann gab. Ah, okay, also er ist davon ausgegangen, dass meine Schwester ihm fremd geht. Und das hat ihn dann dazu veranlasst? Genau, sie umzubringen und auch den vermeintlichen Nebenbuhler. Mit dem sie angeblich ein Verhältnis hatte. Das heißt, die waren beide zusammen und er ist dazugekommen und hat... Nein, nein, sie war zu Hause. Und der Junge, mit dem sie angeblich ein Verhältnis hatte, der war in irgendeiner Sportsbar. Und beide Morde waren innerhalb, glaube ich, von 10 Minuten. Ja. Und vor Gericht kein Wort gesprochen, keine Reue, keine Entschuldigung. Was war deine Schwester für ein Mensch? Also sie war... Ich kann dir das nicht beschreiben. Also das, wenn ich es beschreiben könnte, wäre es zu wenig. Also sie war alles. Wirklich alles. Sie war zwar meine jüngere Schwester, aber sie war, als wäre sie meine ältere Schwester gewesen. Ja, also sie war die Person, wo ich wusste, ich kann um 4, 5 Uhr nachts anrufen und sagen, ich brauche dich jetzt, ich komme jetzt vorbei. Sie war sofort da. Sofort. Da gab es auch nie Diskussion oder so. Und wie hast du ihn kennengelernt, als was für ein Menschen? Ich weiß, dass er ein guter Ehemann war. Ich weiß, dass er ein guter Vater war, dass er für seine Familie da war. Er war auch für mich da. Ja. Also er und ich, wir hatten auch ein super Verhältnis gehabt. Wirklich, ich habe ihn noch einen Tag vorher gesehen. Nichts, ich habe nichts gemerkt, dass irgendwas irgendwie durch seinen Kopf gehen könnte, dass es so etwas gibt. Oder nicht nur der Mord war eine ganz schreckliche Sache, auch das komplette Drumherum. So diese Enttäuschung auch ihm gegenüber. Wie konntest du mir so etwas antun? Wir waren wie Brüder. So vieles, ne? Also der Mord natürlich, der hat auch am meisten wehgetan, aber dann kamen noch die ganzen Enttäuschungen dazu. Wie konntest du mir so ins Gesicht schauen und das Ganze planen? Wie konntest du das machen? Warum hast du nicht mit mir darüber gesprochen?
Wir hätten bestimmt hundertprozentig eine andere Lösung gefunden. Man muss ja erstmal auch damit leben, ein Menschenleben auf dem Gewissen zu haben. Also ich weiß nicht, ich will das Gefühl niemals haben und kann mir es auch nicht vorstellen. Aber man muss ja auch irgendwie den Rest seines Lebens damit leben, einen Menschen umgebracht zu haben. Ein Mord zerstört vieles. Nicht nur der Mensch ist tot und das war's. Es gibt ja viele Menschen, die noch da sind, die diesen Menschen geliebt haben, der jetzt unter der Erde liegt. Ja, klar. Ja, und jedes Mal da zu stehen am Grab oder die Kinder zu sehen von meiner Schwester. Die jetzt ohne Eltern aufwachsen. Die jetzt ohne Eltern aufwachsen, ja. So, und bei unserem Fall, ganz großes Glück, die Kinder sind quasi schon vorher bei uns aufgewachsen. Die waren jeden Tag bei uns. Jeden Tag. Und das Jugendamt hat gesagt, die fühlen sich bei euch wohl, denen geht's hier gut, die dürfen bei euch bleiben. Ich habe eine Frage an dich, Thorsten, weil ich habe es bei dir gerade so zwischen den Zeilen gehört. Du hast gesagt, du hast den Täter am Tag vorher noch gesehen und hast ihn immer als Freund bezeichnet und als Bruder sogar. Und hättest dir beim besten Willen nicht ausmalen können, dass er dann keine 24 Stunden später deiner Schwester und allen drumherum sowas antut. Thorsten, mich würde es interessieren, vielleicht kannst du uns beschreiben, wie es letztendlich dann dazu kam und was genau da passiert ist, weil vielleicht sind das auch so Affekthandlungen, vielleicht war es aber total geplant. Ja, es war geplant. Ich habe es 3 Monate vorher geplant. Also ich habe von seinem Verrat gehört halt, ne, und hatte die Fakten auf dem Tisch. Und habe in ein Vier-Augen-Gespräch gesagt, ich will, dass das nicht normal passiert. Und eigentlich ging mir mein Kopf der Satz weiter. Aber eigentlich ist es auch egal, du bist schon tot. Und ich werde den Ort und die Zeit bestimmen, aber tot bist du schon. Und habe das 3 Monate geplant und haben einen Konvoi nach Russland gebracht. Und dann ist ein nächster Vorfall, das mich dann nochmal bestärkt hat und habe ihn dann in Russland erschossen. Bin mit ihm mit einem Konvoi im Wald gefahren, habe einen Verkauf vorgetäuscht und habe ihn im Wald erschossen. Wusste er, dass du ihn erschießt? Nein, er hat keine Ahnung. Er hat keine Chance gehabt zu entkommen. Er hat keine Ahnung gehabt. Also mir hätte was passieren müssen, um mich von der Absicht, ihn töten zu wollen, abzubringen. Also mir hätte etwas zustoßen müssen. Ich war so entschlossen halt. Also hast du ihn quasi von hinten? Er hat mich verraten. Nein, von vorne. Er hat mich verraten. Und ist es dann auf diesen letzten Metern, die letzten Sekunden, auch wenn du monatelang diesen Groll in dir hast und diesen Plan ausheckst und dann merkst, okay, es kommt alles so, wie ich es mir jetzt vorgestellt habe. Wir sind in diesem Wald, er steht da, er weiß wirklich von nichts. Meine Waffe ist geladen. Aber ich stelle mir diesen Moment, dass die Waffe zu ziehen und das Abdrücken, ist das nicht eine riesige Überwindung? Nein, die Entscheidung habe ich ja schon davor getroffen, ihn zu töten. Das war einfach nur noch eine Abhandlung halt von dem, was ich als Absicht und Ziel hatte halt. Ne? Gab es nicht mal einen kleinen Moment, wo du gesagt hast, nein, das ist vielleicht nicht das Richtige? Nein, nicht eine Sekunde. Ich habe auch nichts dabei gespürt. Also wie gesagt, ich werde immer gefragt, hast du was dabei empfunden? Ich sage nichts. Der erste Satz, der in meinen Kopf aufkam, war, er hatte keine Chance mehr zu entkommen. Das war das eine. Und so ungefähr eine halbe Stunde später ist das Bewusstsein, also dieses Gewissen, fing an zu blubbern halt, nicht sich zu bewegen. Und ich habe einen Menschen umgebracht. Ja, und da sagte mein Passmann, also Matthias, ein Freund von mir, sagte, komm, lass uns trinken. Also eigentlich betäuben dieses Gewissen, was sich da gerade meldet. Und dann war ich ständig in Aktionismus. Wir haben ja weitergemacht. Und das Gewissen ist erst eigentlich frei geworden und hat angefangen zu atmen und mir einfach bewusst gemacht, was hast du da getan halt, ne? Im Gefängnis halt. Also ich habe in meiner Kindheit, das soll es jetzt nicht rechtfertigen, aber es schenkt vielleicht das Verstehen. Meine Mutter wollte sich vor mir hängen, da war ich 7 Jahre alt, wollte mir die Schuld geben. Da habe ich schon mal das erste Mal massive Gewalt gesehen, halt, ne? Mir gegenüber, meiner Seele gegenüber. Mein Vater wollte mich totschlagen, da war ich 10. Bis zum 11. Lebensjahr war ich eigentlich immer Opfer. Und in der Schule haben mich so die 1, 2 Klassen höher, waren in meiner großen Hofpause rausgepickt und haben mich rumgeschubst, angespuckt, auf den Kopf geschlagen und dachten, was sie für Helden sind. Ich hatte aber aufgrund des Verhaltens meiner Eltern mir gegenüber schon so viel Wut und Zorn in mir, eigentlich Hass. Und habe mich das erste Mal in meinem Leben gewehrt mit 11 Jahren. Habe sie beide umgeboxt. Und auf einmal hatte ich Aufmerksamkeit. Alle beachteten mich und hatten Respekt. Und dann dachte ich, so funktioniert das. Mhm. Ab heute bin ich kein Opfer mehr. Ich werde Täter sein. Ich habe mich bewusst entschieden. Und wurde stadtbekannter Schläger. Hab Probleme, so wie ich es gelernt habe bei mir zu Hause. Ein schlagendes Argument und das Gegenüber schweigt. So habe ich Probleme gelöst, mein Leben lang.
bin mit 18 das erste Mal im Knast, immer wieder rein, raus. Und das war eigentlich, mein Verhalten wurde, die Konsequenzen meines Verhaltens wurden immer größer halt. Ich habe auch keine Lust gehabt zum Leben. Mir war mein Leben egal, weil ich das Gefühl hatte als Kind, dass ich meinen Eltern egal bin. Das stimmte natürlich nicht, aber es war meine Interpretation halt. Und das zu verstehen, dass es so ein unbewusstes Verhaltensmuster sein, dafür war der Knast äußerst hilfreich. Und heute lebe ich mit jugendlichen Straftätern zusammen mit meiner Frau, als Familie, um ihnen zu helfen, sich zu sozialisieren, um zu verstehen, warum sie so sind, wie sie sind. Also es wird ja immer in der Gesellschaft gesagt, die müssen sich resozialisieren. So ein Blödsinn. Die sind noch nicht mal sozialisiert. Wie kann ich sie resozialisieren? Mhm. Halt, ne? Und versuche so auch der Gesellschaft etwas zurückzugeben. Ich kann das Leben nicht zurückgeben. Aber ich kann mich entscheiden im Prinzip, dass die Gesellschaft, da wo ich stehe, mehr gut wird. Wie alt warst du, als du ins Gefängnis gekommen bist damals? Da war ich 31. Ich würde mich natürlich auch dafür interessieren, wie die Urteile letztendlich in beiden Fällen ausgesehen haben. Weil ich habe jetzt 22 Jahre aufgeschnappt. Aber wie viel davon hast du einen Teil in Einzelhaft gesessen? Wie sieht dann das Gesamturteil aus? Das Gesamturteil war 15 Jahre Zeitstrafe. Also 22 Jahre, die 7 Jahre, die habe ich davor gesessen, schon als Jugendlicher. Was war das Urteil bei dem Prozess? Mord. Mord, lebenslänglich mit besonderer Schwere der Schuld? Oder? Es gibt ja 3 Formen. Eine Zeitstrafe, 15 Jahre. Dann gibt es lebenslänglich im leichten Fall. Das ist die Statistik, 24 Jahre, der Durchschnitt. Und dann im schweren Fall, das sind 27 Jahre Statistik. Ich habe Zeitstrafe bekommen. Klingt jetzt nach der schwächsten Form. Ja, da. Weil ich ein Geständnis abgelegt habe. Nachdem ich verstanden habe, was ich falsch gemacht habe, habe ich meinen Anwalt angerufen, man konnte mir ja nichts nachweisen, und habe ein Lebensgeständnis abgelegt. Ich habe mich einfach gestellt, mal verantwortlich gestellt, das, was ich getan habe. Ach, das heißt, es hat dich niemand verraten müssen dazu? Nee, es ging ja nicht, es war kein Opfer da, es war auch kein Tatzeuge da. Und es war in Russland. Warum hast du das gemacht? Weil mein Gewissen sich gemeldet hat, weil ich bereut habe. Und ich wollte anfangen, Verantwortung zu übernehmen über mein Leben. Das heißt, du hättest gar nichts sagen können, du wärst nie ins Gefängnis gekommen? Ich hätte nicht diese Strafe bekommen. Hat niemand mitbekommen, dass du ihn umgebracht hast, außer doch, Matthias? Doch, ich wollte ja, dass ich es mitbekomme, aber es war ja keiner dabei. Also die Organisation wusste aber, dass du ihn umgebracht hast? Ja. Also die Angst ist geschehen, aber es war letztendlich keiner da, der sagen konnte, es ist so gewesen, dass ich habe es gesehen. Ja, das Opfer liegt also Tatzeugen gab es nicht halt. Krass. Und habe aufgrund des Geständnisses kein lebenslang bekommen halt, ne, sondern im Prinzip die 15 Jahre Zeitstrafe. Findest du das Urteil gerecht, so wie er es erklärt? Nein, ich auch nicht. Du auch nicht? Nein. Und im Prinzip, es gibt keine Rechtfertigung, einen Menschen zu töten. Und was kannst du halt als in die andere Schale schmeißen? Was denn? Zeit, die der andere nicht mehr hat? Ja, weil die Sache ist jetzt die, er hat jetzt einen Menschen getötet. Ja. Die Familie hat einen geliebten Menschen verloren, aber er ist jetzt wieder draußen. Mhm. Er kann jetzt einfach weiterleben, aber der andere ist tot. Und er bleibt auch tot. Ja, der kommt ja nicht wieder, weil er jetzt draußen ist. Mhm. Er ist jetzt draußen, kann arbeiten gehen, kann Party machen gehen, kann essen, trinken gehen, kann eigentlich, wenn er will, da weitermachen, wo er aufgehört hat mit seinem Leben. Vielleicht nicht mit diesen Taten, aber heute sitzt er hier und ist in Freiheit. Und meiner Meinung nach gehört ein Mörder, der einen Menschen umbringt, weil er eifersüchtig war, weil es um Geld ging, Macht ging, Angst ging, der darf nie wieder raus. Was ist, wenn er sich nicht jetzt für solche Menschen einsetzen würde und er wäre immer noch so drauf? Ja. Dann wäre vielleicht morgen wieder jemand anderes tot. Dann lieber auf einen elektrischen Stuhl oder tot, ne? Nee, der elektrische Stuhl ist auch keine Alternative. Damit würden sie dir einen Gefallen tun. Aber man könnte dich für den, also jetzt nicht dich, mein allgemein, nie wieder raus. Okay, weil aber wenn es gibt genügend Mörder, die sind nach über 20 Jahren rausgekommen und haben schon gleich wieder den nächsten umgebracht. Deswegen ist 20 Jahre oder 15 Jahre oder 25 Jahre gar nicht gerechtfertigt. Ein Mörder, meiner Meinung nach, sorry, sollte echt nie wieder raus. Es ist zu gefährlich. Dann sprichst du den Menschen aber indirekt im Prinzip eine Entwicklung ab. Dass er sich entscheiden kann, also nicht mehr bösartig zu sein und das Gute zu vermehren auf dieser Welt. Ja, sorry. Und du hast doch gesagt, dass du letztendlich an eine Gerechtigkeit nach dem Tod glaubst. Ja. Dann ist es doch in guten Händen. Natürlich. Die Gerechtigkeit. Natürlich, klar. Ich glaube an eine Gerechtigkeit nach dem Tod, aber als Tatopfer ist das Vertrauen einfach weg. Ja, also es fällt mir jetzt schwer, einem Menschen zu vertrauen. Wie soll ich einem Mörder vertrauen? Wie soll ich ihm glauben, dass er als guter Mensch wieder rauskommt?
Kann ich nicht. Durch seine Handlungen zum Beispiel. Ja, das kann ja auch alles gespielt sein. Ich habe schon Pferde kotzen sehen. Ich kannte Drogendealer, die haben sich mit, also solche Arbeiten gemacht wie du, mit Kindern und haben sie davor bewahrt, Drogen zu nehmen. Waren aber hinten herum die größten Dealer überhaupt. Ne? Sind immer am Wochenende nach Holland gefahren und haben Drogen gekauft, rübergeholt nach Deutschland und ganz großen Stil. Aber nebenbei waren sie dann montags in der Zeitung, bla bla bla, setzt sich für Drogen ein mit Kindern und keine Ahnung was. Ne? Gibt's alles. Und deswegen bin ich der Meinung, dass solche Mörder, die auch sowas auch bewusst planen, über Monate, du hattest 3 Monate Zeit. Ja. 3 Monate hattest du Zeit zu sagen, warte mal kurz. Weißt du, nee, was ich dir damit sagen will, du hattest 3 Monate Zeit dafür. Ja. 3 Monate hattest du Zeit zu sagen. Ich habe mich nicht entschieden dafür. Soll ich da lieber noch mal drüber nachdenken oder nicht? Und keine Ahnung was. Weißt du, so, das meine ich halt. Ich finde das trotzdem unfassbar spannend, weil ja, es geht natürlich um die Frage der Gerechtigkeit der Strafe, die wir jetzt von unseren Gerichten dann bekommen. Aber natürlich auch die Frage, was ist mit einer zweiten Chance? Und ich habe jetzt dich heute kennengelernt und von dem, was du so erzählst, ist das halt für die Gesellschaft unfassbar wichtig, weil wer weiß, wie viele schlimme Taten durch sowas verhindert werden können, was du heute tust. Umgekehrt sitzt du aber jetzt heute hier und es ist natürlich erst 1 Jahr her. Wir reden jetzt nicht von einem Zeitraum wie bei Thorsten und wahrscheinlich bist du in 15, 20 Jahren auch ein anderer Mensch mit nochmal einem anderen Mindset. Aber jetzt aus der Situation heraus müsstest du ja, wenn du sagst, ja, ich finde das cool bei Thorsten, dass er seine zweite Chance kriegt, müsstest du dasselbe Recht ja dem Mörder deiner Schwester auch zugestehen, dass er irgendwann diese zweite Chance bekommt. Und dass das schwer bis unmöglich fällt in deiner Haut, finde ich total nachvollziehbar. Ich bin natürlich auch gespannt, wie die Zuschauer das sehen. Es ist eine Frage, über die man sich trefflich auch streiten kann, aber heute sind wir hier, um darüber zu diskutieren und haben verschiedene Perspektiven. Was denkt ihr, sollte ein Mensch eine zweite Chance bekommen, wenn er einem anderen Menschen das Leben genommen hat? Und wenn ihr der Überzeugung seid, dass er keine Chance bekommen sollte, was ist dann die Alternative? Weil die fällt mir Stand jetzt auch noch nicht so ganz ein. Natürlich hat jeder Mensch eine zweite Chance verdient. Es gibt auch viele Menschen, die sind nicht so eingestellt wie du. Die sagen, oh ja, ich habe da noch eine Rechnung offen. Scheißegal, das sind 22 Jahre her, aber der pinkelt mir nicht ans Bein. Das hätte ich damals auch so gedacht. Ja? Ich bin jetzt 16 Jahre draußen. Mein Leben ist im Prinzip, dass ich mich anders entschieden habe. Das heißt, ich kann mich rausnehmen und kann mich auf das konzentrieren, was gut ist. Und das auch vermehren, was gut ist. Was mich jetzt mal brennend interessieren würde, bist du mal zum Friedhof gegangen? Zu den Menschen, die du ermordet hast? Man gibt mir die Information nicht. Aber würdest du es wissen wollen? Ich kenne seinen Todestag. Wir feiern eine Messe für seinen Tod, für seine Familie. Ja, aber würdest du gerne mal an sein Grab gehen? Würdest du dann? Selbstverständlich. Und was würdest du sagen, wenn du da stehst? Dass es mir leid tut. Ich kann es nicht rückgängig machen. Ich kann mich aber jetzt entscheiden, im Prinzip mehr gut zu sein. Könntest du dir selber vorstellen, ihr wart Freunde und das, was er getan hat, ist unverzeihlich, aber könntest du dir vorstellen, nochmal mit ihm zu reden? Ganz schwierige Frage. Ich habe oft darüber nachgedacht, ja. Tatsächlich habe ich darüber nachgedacht, mal ins Gefängnis zu gehen und mit ihm darüber zu reden. Um ihm zu sagen, was er getan hat. Ob ihm das überhaupt bewusst ist, was er getan hat. Aber ich werde das nicht machen, nein. Warum wirst du es nicht machen? Da ist einfach zu viel Hass. Viel zu viel Hass. Ich weiß nicht. Viele haben mich gefragt, woher ich diese Kraft nehme, so ruhig zu bleiben, so locker zu bleiben. Und ich möchte so bleiben. Ich möchte nicht ein Mensch werden, der ich nicht bin. Ja, und die Angst vor mir selbst ist viel zu groß, wenn ich mit ihm reden sollte, dass ich einfach nur noch schwarz sehe. Ich weiß natürlich, man ist im Gefängnis, da ist ein Überwärter, bla bla bla. Aber wenn man erstmal in so eine Situation kommt, wo man verraten wird, das kennst du ja, das Gefühl. Und so verletzt zu werden, ich weiß nicht, wie ich reagieren würde, wenn ich wirklich nur einen halben Meter Abstand hätte. Natürlich hat man anfangs im Affekt solche Gedanken, ihn auch natürlich umzubringen. Mhm. Klar, ja, also ich glaube, jeder würde mich da verstehen. Mhm. Aber ich habe... Das heißt, du kannst mich dann auch verstehen in der Situation? Nein, dich kann ich nicht verstehen in der Situation. Den Verrat. Ich rede von dem Verrat. Ja, Verrat ist bei... Dein Verrat war ein anderer Verrat als meiner.
Ich bin jetzt gegen meiner, das war meine Familie. Bei mir war es meine Familie. Mhm. Bei dir ging es um Macht, Angst, Schrecken, solche Sachen. Ja, also du hättest dich da auch definitiv anders entscheiden können. Durch diesen Verrat hättest du ihn, keine Ahnung, Knie brechen können oder ins Knie schießen können oder keine Ahnung was, aber ihn nicht das Leben nehmen. Das, keiner hat das Recht darauf, einen anderen Menschen zu ermorden, egal was er getan hat. Verrat ja. oder nicht Verrat. Richtig. Punkt. Meiner Meinung nach. Na, meiner Meinung nach auch. Es ist halt eine Frage, die ich Thorsten gestellt habe, die aber bei dir noch offen war. Was war das finale Urteil am Ende? Lebenslänglich mit besonderer Schwere der Schuld. Okay. Und das, weil lebenslänglich in anderen Ländern heißt es, du kommst nie wieder raus, aber in Deutschland geht das doch eigentlich nicht, oder? Ich glaube, das bedeutet einfach, dass man vorzeitig nicht die Chance dazu hat, irgendwelche Anträge zu stellen, um vorher rauszukommen. Also vor 15 Jahren, ich weiß nicht, vielleicht kennst du dich dann besser aus. Schwerer Fall heißt statistisch 28 Jahre und dann wird alle zwei Jahre ein kriminologisches Gefährlichkeitsgutachten gemacht und wird entschieden über das Gutachten, ob er gelockert wird oder nicht gelockert wird. Und das heißt, diese 15 Jahre sind in Stein gemeißelt? 28 Jahre. Ach, die 28 sind in Stein gemeißelt? Das heißt, ab 20 Jahre werden sie anfangen zu prüfen, aber die Wahrscheinlichkeit ist eher gering. Wenn er die Schwere des Falls und die Sicherungsverwahrung bekommen hat, heißt es, er ist gefährlich für die Gesellschaft. Stimmt dich das zumindest etwas erleichterter, wenn du weißt, dass es andere Fälle gibt, wo jemand dann wirklich nach 15 Jahren rauskommt und es in seinem Fall mit Sicherheit mehr Jahre sein werden? Natürlich ist das irgendwo ein Gefühl, wo man sagt, ja gut, lieber 28 Jahre als 15 Jahre. So hat er genügend Zeit, darüber nachzudenken, was dieser Mensch getan hat. Aber an dem Tag, wo er dann verurteilt wurde und der Richter dann gesagt hat, ihr könnt den Saal jetzt räumen, und ich aus dem Gerichtsgebäude rausgegangen bin, habe ich nicht das Gefühl gehabt, gewonnen zu haben. Weil meine Schwester war trotzdem nicht da. Egal, wie viele Jahre er bekommt. Natürlich irgendwo ein ganz dummer Gedanke. Ich habe wirklich den Gedanken gehabt, dass es mir danach besser gehen wird. Dass meine Schwester vielleicht sogar wieder da sein wird. Aber als ich dann so durch die Tür gegangen bin und draußen war, habe ich mir gedacht, okay, es ist jetzt vorbei. Eigentlich hat sich nichts geändert. Es hat sich nichts geändert. Gar nichts. Wie viel Schuld, würdest du sagen, trägt deine Kindheit? Also ich denke, von Schuld würde ich da nicht sprechen, sondern eher von einer Prägung halt. Und irgendwann ist das Kind dann auch fähig, Entscheidungen zu treffen halt. Und das habe ich gemacht mit 11 Jahren. Ich habe mich entschieden, nicht mehr Opfer zu sein, sondern Täter. Da fängt eigentlich meine Schuld an. Meine Schuld fängt dort an. Das Vor ist Prägung. Meine Schuld fängt mit dieser bewussten Entscheidung an. Das ist auch ein wichtiges Thema. Dann kannst du ja auch am besten mal in die Kamera sagen, dass Gewalt vor den Kindern wirklich eine Katastrophe zu so etwas führen kann. Na, logisch, es ist eine Katastrophe. Also das ist ganz wichtig, die Erziehung, auch mit Eltern und Kind, das ist unglaublich wichtig. Ne? Kein Kind auf dieser Welt hat es verdient, so etwas zu erleben und auch so etwas zu sehen, was du gesehen hast mit 7 Jahren, dass du siehst, dass deine Mutter sich erhängen wollte oder dass dein Vater dich totschlagen wollte. Da hat es angefangen, dass du der Mensch geworden bist, der du geworden bist mit der Zeit. Das hat mich geprägt. Ja, und da kann ich wirklich den Eltern nur ans Herz legen, wirklich keine Gewalt vor den Augen der Kinder und auch allgemein keine Gewalt, weil das führt wirklich zu ganz, ganz schrecklichen Dingen. Ja, du denkst es ja als Eltern vielleicht gar nicht so weit, aber deshalb ist es wichtig, dass ihr das anspricht. Ja, weil, dass wir hier sitzen. Weil, ja, im ersten Schritt in vielen Haushalten, auch hier in Deutschland, sind Prügel auch eine Form der Erziehung. Und Prügel können, ne, gerade unter Drogeneinfluss, dann auch noch mal ein bisschen weiter gehen, sodass jemand als Erwachsener versucht, einen 11-Jährigen totzuschlagen. Und das ist dann nicht gelungen, aber diese Wunden sind dann auch irgendwann verheilt, weshalb man als Erwachsener vielleicht denkt, ja, und der mag mich ja immer noch. Also er ist ja immer noch bei uns, er ist ja nicht weggelaufen und er ist ja trotzdem da und jetzt mache ich vielleicht noch, die nächsten Monate bin ich ein bisschen besser und wir fahren mal in Urlaub und das wird sich schon widerlegen. Aber diese Narben in der Psyche eines jungen Menschen, die sind wirklich nicht zu unterschätzen. Deshalb, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Appell von euch. Du hast ja auch angesprochen, dass Menschen zurückbleiben, in eurem Fall natürlich ihr als Geschwister, als Familie. Aber du hast auch gesagt, dass die beiden schon Kinder hatten. Ja, 3. 3 Kinder. Wie, also als Erwachsene das
zu verstehen ist die eine Sache, aber wie vermittelt man das den Kids und wie lebt ihr das mit denen jetzt aus? Weil die sind ja bei euch geblieben, hast du gesagt. Also das war so schwer, das denen zu sagen. So wie man es halt kleinen Kindern sagt. Ne? Ihr älterer Sohn und die mittlere Tochter, die haben beide geweint. Ich bin mit denen rausgegangen und hab denen gesagt, eure Mama hat keine Schmerzen. Sie ist eingeschlafen, sie ist jetzt ein Engel, sie ist der hellste Stern. Sie passt weiterhin auf euch auf, sie ist immer in euren Herzen. Halt sowas, was man einem Kind sagt. Ne? Die sind zwar erst 9 und 10, aber trotzdem wissen die ja, was los ist und was passiert ist. Also so etwas einem Kind zu sagen, dass die eigene Mutter jetzt tot ist, das ist ganz schrecklich. Wirklich. Also irgendwann damit abzuschließen und in die Normalität wieder reinzurutschen, das ist ein ganz, ganz schwieriger Weg. Wie hast du das geschafft? Familienzusammenhalt. Wir haben uns alle gegenseitig Kraft gegeben. Die Kinder waren da. Die Kinder haben uns auch sehr viel Kraft gegeben. Man hat sich abgelenkt, ne, mit Sachen, die halt einen gut tun. Ne? Ich höre auch raus, dass die Zeit, die vergeht, auch gut tut. Ja, definitiv. Also man sagt zwar mal, die Zeit heilt alle Wunden, das stimmt nicht. Mhm. Man lernt einfach damit umzugehen. Mit der Zeit, von Tag zu Tag, von Monat zu Monat, lernt man einfach damit umzugehen. Ne? Also der Mensch ist ja ein Gewohnheitstier. Man gewöhnt sich einfach dran. Es ist einfach so. Anfangs kann man es nicht akzeptieren. Es ist schwer zu akzeptieren, aber irgendwann akzeptiert man das, weil man es akzeptieren muss. Ich glaube, das ist halt gerade, wenn jetzt jemand zuguckt, der noch viel frischer aus so einer Sache rausgekommen ist oder jetzt gerade in der Situation ist, dann bietet einem sowas vielleicht auch ein bisschen Licht am Ende des Tunnels, dass man weiß, okay, auch wenn sich das gerade wie der größte Schmerz des Lebens anfühlt, ja, und man gar nicht weiß, wie es weitergehen soll, selbst nach sowas geht das Leben irgendwie weiter. Das Leben geht weiter, ob man will oder nicht. Was würdest du heute sagen, weil dieses Video wird mit Sicherheit lange, lange Zeit noch online sein und man kann sich dann auch zurückerinnern und nochmal schauen, wie man damals drauf war. Aber was würdest du heute sagen, was du in 27, 28, 30 Jahren, wenn dieser Mensch auf freien Fuß kommt und ihr euch über den Weg lauft, was würdest du ihm dann entgegenbringen? Was würdest du ihm sagen? Ich weiß es nicht. Ich weiß gar nicht, ob ich überhaupt mit ihm reden würde. Für so einen Menschen gibt es keine Worte, ne, der mir so etwas angetan hat. Ich würde einfach nur hoffen, dass er es bereut, sich bewusst ist, was er getan hat, was er alles verpasst hat. Weil solche Menschen verpassen ja echt alles eigentlich. Ne? Vor allem, wenn sie auch Kinder haben. Ja. Die komplette Kindheit der Kinder verpassen sie, wenn diese Kinder irgendwann mal erwachsen sind, selber Kinder kriegen, heiraten. Ja, da wird er immer noch im Gefängnis sitzen. Da wird er immer noch im Gefängnis sitzen, ja. Wenn es 28 Jahre werden sollten, der Älteste ist 10, ist der Älteste 38. Ich hoffe einfach, dass solche Täter, wie jetzt in Thorstens Fall, einfach sagen, das war der größte Fehler meines Lebens und das war falsch, was ich getan habe. Sich einfach bewusst darüber sind, was sie wirklich angerichtet haben, weil sie an ihre eigenen Gefühle gedacht haben und egoistisch waren. Also, dass Thorsten bereut, das habe ich heute schon sehr häufig gehört. Mhm. Wie sieht's aus mit dem Verzeihen? Kannst du dir selber verzeihen, was du damals getan hast? Also nach diesem, nennen wir es mal den Selbsterkenntnisprozess, wo ich verstanden habe, was ich da alles so angerichtet habe und mich an Gott gewendet habe in meiner Hilflosigkeit. Und da war mir klar, dass Gott mir verziehen hat. Dennoch habe ich einen weitaus längeren Zeitraum gebraucht, mir selbst zu verzeihen. Halt, ne? Das war. Wie hast du dir selber verziehen, wenn ich fragen darf? Gott hat zu mir gesagt, ich habe dir vergeben, warum vergibst du dir nicht? Weil es gibt ja die letzte Gerechtigkeit. Und habe verstanden, dass ich mit dieser Haltung mich über den Freispruch Gottes gestellt habe. Halt. Ich weiß aber, dass uns heute auch sehr viele Menschen zugehört haben, euch zugeschaut haben. Und mich würde natürlich interessieren, Thorsten, was würdest du jemandem da draußen gerne noch mit auf den Weg geben? Also es gibt eine Möglichkeit, das Böse nicht mehr zu vermehren, indem man sich für das Gute entscheidet. Okay, ich glaube, den Satz kann man mal so ein bisschen sacken lassen. Hast du irgendwas, Zeit, wo du sagst, das würdest du gerne Menschen da draußen noch mitgeben wollen? Solche Probleme wie mit Thorsten, die fangen ja schon
bei der Kindheit an. Was wäre, wenn Thorsten nicht gesehen hätte, dass seine Mutter sich erhängen wollte? Was ist, wenn sein Vater ihn nicht tot prügeln wollte mit 10 Jahren? Was ist, wenn es eine liebevolle Familie gewesen wäre? Mhm. Sie wären mit Thorsten in Urlaub geflogen, hätten Weihnachten gefeiert, Ostereier gesucht und solche Sachen. Wäre Thorsten dann auch zum Mörder geworden? Vielleicht nicht. Und ganz wichtig ist auch, wie gesagt, dass viele Menschen verstehen das Wort Ehre so, als würden sie einen Menschen besitzen. Na, und sich mal wirklich darüber Gedanken machen, was wirklich Ehre ist, weil viele denken sich dann, wenn meine Frau so und so etwas getan hat, hat sie so etwas verdient. Aber hätte deine Schwester das auch verdient, würdest du dasselbe dann über deine Schwester dann auch sagen? Oder über deine Mutter dann auch sagen? Wärst du nicht traurig, wenn deine Schwester ermordet wird? Mhm. So, das sind so die Sachen. Also, dass man, wenn man einen Menschen umbringt, ein Menschenleben nimmt, was endgültig ist, aber diesen Familien und Angehörigen drumherum das Leben zur Hölle macht, das ist, glaube ich, heute sehr deutlich geworden. Und ich weiß ganz sicher, dass es noch so viel mehr Aspekte gäbe. Die schreiben die Zuschauer dann aber in die Kommentare. Und ich würde euch, wo ihr ja so viel Verständnis füreinander heute auch aufbringen konntet, fragen wollen, ob ihr bereit wärt, auch nochmal in einem zweiten Teil miteinander zu sprechen. Klar. Weil die Zuschauer konnten uns jetzt hier eine gewisse Zeit zuhören und haben mit Sicherheit noch so viele Fragen an euch, die wir dann vielleicht in der zweiten Folge beantworten können. Erstmal von meiner Seite riesengroßen Respekt. Ich weiß, dass das für keinen von euch heute easy war, sich hier hinzusetzen und solche Fragen zu beantworten. Aber ich glaube, dass wir als Gesellschaft von sowas sehr viel lernen können. Definitiv. Deshalb ja, danke ich euch und ich würde sagen, bis bald. Und bis dahin müssen wir uns natürlich erstmal verabschieden von den Zuschauern. Wir winken zum Abschied. Macht's gut und bis zum nächsten Mal.